Willkommen auf einem neuen Video. Heute lernen wir, wie man einen Tintenkiller wieder richtig aufpäppelt. Viele kennen das sicherlich, wenn der Tintenkiller vollgeschmiert ist oder in einen Matschehaufen gefallen ist. Das geht ganz einfach wieder wegzumachen mit dem Lifehack, der in diesem Video hier gezeigt wird. Alles, was man dazu braucht, ist nur eine Schere. Und so geht es. Die Stellen, die man an den Tintenkiller nicht mehr braucht, muss man mit der Schere einfach nur wegmachen. In diesem Video wird es jetzt gerade gezeigt, wie es geht. Ja, das war ein Lifehack und das war dieses Video.